Willkommen zurück zu Let Lukas Play Minecraft oder so. Wir sind hier noch mit dem Dach zugange. Lukas ist in der Mine und sucht irgendwelche Diamanten, die er nicht findet und stattdessen sein Inventar verliert. Ich versuche hier mal eben gerade hier, dass man hier... Das ist natürlich auch schick. Da unten geht dein Skelett kaputt. Ich würde bald sagen, das ist die letzte Folge von dieser Staffel. Oder wollen wir noch ein paar dranhängen, Lukas? Kannst du noch? Du bist ja eh so schweigsam die ganze Zeit. Bin ich. Ich muss noch lernen. Englisch. Englisch ist doch so eine schöne Sprache. Ja, besser wie Latein. Ja, Latein kann man auch nicht sprechen. Wir mussten damals den Bello Gallico auswendig lernen. Das war auch lustig. Das erste Kapitel. Was ist das? Julius Caesar vom Gallischen Krieg. Wo er dann immer so schreibt, von sich selbst in der Ich-Dings schreibt. Also er hat das ja selbst geschrieben, da schreibt er doch, ja, aber Caesar erkannte in seiner unglaublichen Weisheit, dass er jetzt die Truppen und so. Und so geht das ganze Buch halt, so. Er hat das aber selbst geschrieben, ne? Aber so, als wäre er das nicht. Okay. Ja. Gallia est omnes divisa in pares tres. Crom unium qualem belgi, alium aquita... Gallia est omnes divisa in pares tres. Crom unum in colum belgi. Alium aquitani, tertiam, qui ipsorum lingua celtae, nostra galli appellantur. In hoc tres partes. Jetzt geht's vorbei. Weiter kann ich nicht. Ja. Warum haben wir eine Spinne im Haus? Ja, keine Ahnung, wenn es regnet. Beziehungsweise hatten. Wenn es regnet, ist vielleicht nass. Dass du da vielleicht keine Lust drauf hat, die Spinne. Jetzt haben wir zwei Creeper dort drin. Ja, hast du da irgendwie einen Creeper-Unlocker aufgestellt oder sowas? Ich kümmere mich mal dran. Ich bin ja der festen Überzeugung, dass du das in Schuld bist. Ja, ich bin immer schuld. Mhm. So. Ja. Ich glaube, ich bin zu hoch mit dem Dach. Eine Etage. Oder ist das richtig? Wir gucken mal dem Lukas zu, wer Creeper kaputt macht. Hat jetzt der Creeper das Schwein getötet? Ja. Ach, siehst du es doch. Ja, dann müssen wir mal das so machen, dass der Creeper da nicht rein spawnen kann. Guck mal eben, ob das... Die hüpfen ja immer rein. Ist das denn jetzt richtig hier? Ich weiß nicht. Doch, das ist richtig eigentlich. Das sieht aber so komisch aus. Naja. Sieht ja alles, was ich brauche, komisch aus. Jetzt brauchen wir nur eine Leiter. Und... Schaut cool aus. Sollst du lügen? Nein, habe ich nicht vor. So, dann können wir nämlich jetzt hier immer schön hochklettern. Und das lassen wir dann auch offen. So, und dann müssen wir jetzt hier noch irgendwie die Stufen dran bauen. Das denn am besten? Ach, das war ja klar. Ich könnte das auch von unten machen, aber das wäre ja gecheatet quasi. So. Hüpfe ich einfach mal hier vom Baum zu Baum. Jump and Run ist ja sowieso meine Stärke. Und da komme ich nämlich gut da dran und da kann ich das von hier machen. Wer gehört, dass irgendwelche Leute auf unserem Server extra schon wieder so eine Jump-and-Run-Map bauen, über die ich dann drüber laufen soll, damit die ihren Spaß haben. Ich finde das ja alles ein bisschen... Ich komme mir gemobbt vor. Nur weil im Alter die Reaktionsgeschwindigkeit nachlässt, muss man ja nicht, sich drüber lustig machen. So. Finde ich.
Was wollte ich jetzt? Gedächtnis lässt übrigens auch nach. Stufen, genau. Wir haben schon wieder kein Holz mehr. Und da ich natürlich kein Holz angebaut habe, also neu, also gepflanzt, was ich jetzt aber mal machen könnte, wenn ich jetzt nochmal welches hole. Da, das sind die. Oh, sehr schön, Lukas. Aber wenn die dann auf dem Dach sind, hüpfen die auch darunter. Das ist alles nicht so einfach. Die dürfen eben nicht aufs Dach. Dann müssen wir das auch noch so umbauen, dass da keiner hochkommt irgendwie. Aber Spinnen... Eigentlich kommt da keiner hoch. Aber Spinnen spawnen am Dach schon mal, deswegen, das ist... ganz verhindern wirst du es wahrscheinlich nicht können. Machen wir mal die Axt noch leer quasi. Hast du jetzt irgendwie mal Diamanten gefunden oder was? Leider nicht. Ich war in so einer Schlucht, aber da war auch nichts. Slimeballs habe ich. Einen. Dann machen wir vielleicht irgendwas grundsätzlich falsch. Dass wir noch gar keinen haben, da unten in der Mine gefunden. Deutsch nicht reden kann, Garda. Ist ja auch komisch. Irgendwie. So. Jetzt wollte ich gerade schon hier den TNT als Sapling dahin machen. Das ist ja auch Unsinn. Was zu essen bräuchte ich auch mal langsam wieder, aber wir haben ja nichts. Wir hatten ja nichts. Doch, ein Hähnchen habe ich noch. Wo ist es? Ein Apfel habe ich auch noch. Und das Hähnchen ist weg. Mahlzeit. So. Der Lukas ist mit der Ernte befasst. Ich hätte ja auch noch ein paar Samen übrig, die sich da so angesammelt haben. So. Gucken, ob wir dann in dieser Folge, weil der Lukas muss ja noch Englisch lernen, dann das Dach wenigstens noch zubekommen, aber ich glaube nicht, wir haben so viel Zeit nicht mehr dann. Wir haben jetzt noch ungefähr 7 Minuten für dieses Video. Ach, Englisch. Ach, Schule. Das waren noch Zeiten. Leute, glaubt mir, ihr seid, könnt froh sein, wenn ihr jetzt noch zur Schule geht, dass ihr noch zur Schule geht. Wenn ihr mal arbeiten müsst und so, dann wünscht ihr euch, dass ihr wieder mal nochmal Schulbank drücken könnt und so. Das sei immer ganz cool, erstmal so. Aber man meint dann immer gerade... Ich stelle mir Arbeit auch schrecklich vor. Man meint immer so, gerade das, was man jetzt gerade machen muss, ist immer doof, aber man wünscht sich was anderes und wenn man dann das andere hat, dann ist das andere wieder doof und dann hätte man gerne wieder das andere zurück. Das ist schon so, glaubst du mir. Glaub einem einen alten Mann wie mir. Das, ja. Wobei das nicht heißen soll, dass mir meine Arbeit nicht Spaß macht, aber man meint dann... Jetzt bin ich schon wieder runtergefallen. Man meint dann immer hier, Schule ist scheiße und ne, hoffentlich bald runter von der Penne und ich würde lieber arbeiten und Geld verdienen. Nee, nee. Schule hat auch was für sich. Vor allen Dingen, man lernt ja da fürs Leben, ne? Und ja. Das ist ja auch Quatsch. Beim nächsten Mal runterfallen sterbe ich übrigens. Man lernt nämlich überhaupt nicht fürs Leben auf der Schule. Weil da lernt man nicht, wie man mit irgendwelchen Sachen im Leben klarkommt. Das, da lernt man irgendwie... Auswendig lernt man wieder abspulen. Ja. Was mich an unseren Lateinlehrer erinnert. Der war richtig cool. Da hat man sicher noch was gemerkt, was man gelernt hat und wie der erklärt hat. Und dann hatte ich bei dem, hinterher hatte ich bei dem Erdkunde dann als Leistungskurs. Einfach nur, weil er so cool war. So. Das
kann ich aber im nächsten Video kann ich ja mal ein bisschen mehr von dem erzählen, weil der war wirklich lustig. Der hat immer so, wie der erklärt hat, habe ich ja gerade, ich wiederhole mich gerade. Aber Redundanz ist ja auch gut, das hat uns auch beigebracht. Wenn, ja, Latein hat er, cool. Latein hat er immer, wenn man Vokabeln nicht konnte, dann musste man immer, das war dann immer in so einem Vokabelbuch zum normalen, also zu dem normalen Lehrbuch quasi gab es ein Vokabelbuch, wo dann immer neue Vokabeln drin standen. Da waren irgendwie so 30 Vokabeln auf einer Seite, die man da so am Tag gelernt hat. Und dann hat er immer am Anfang von der Stunde, von der nächsten, hat er dann immer abgefragt, die Vokabeln, ne? So hat man, musste immer dran glauben. Und wenn der was nicht wusste, dann hat er noch einen zweiten dran genommen. Wenn der es nicht wusste, einen dritten. Und hat da so drei Leute hinterher gehabt. Und der davon, der das dann am schlechtesten konnte oder irgendwie nicht so richtig, der musste dann diese Vokabelseite bis zum nächsten Mal wirklich, aber ungelogen, 20 Mal abschreiben. Und das war ja irgendwie nicht so eine Strafe, aber wenn man, das Redundanz ist gut, ne? Wenn man das immer wieder nochmal abschreibt, dann kann man die Vokabeln auch. Und man hat vor allen Dingen gelernt am nächsten Tag, dass man die dann doch besser mal pauken sollte, ne? Und das hat ihm niemand übel genommen. Das hat ihm aber niemand übel genommen, weil das war einfach cool. Es hat funktioniert und ja. Weil ist ja auch nicht viel, ne? So. Mal eben nur 20 Seiten schreiben oder so. Man hätte ja auch lernen können. Selber schuld, eigentlich. Ach ja. Ich glaube, der lebt auch schon nicht mehr. Das ist ja 20 Jahre her und der war damals kurz vor der Rente. Hm. Der war richtig cool. Das hat immer Spaß gemacht bei dem. Ja. So, hier wird es auch schon wieder Nacht. Müssen wir uns mal langsam ranhalten hier. Der Dachboden, der ist so groß, da können wir noch eine dritte Etage reinmachen. Ich glaube, das mache ich auch mal. Weil dann falle ich nicht immer runter hier. Oh, das war falsch. So. Oder? Ja. Der Lukas, der sagt gar nichts mehr, weil er findet, dass das wieder ein Klotzhaus ist oder so. Ich finde es richtig cool. Von außen auch. Vor allen Dingen, das ist ja noch nicht fertig. Das wird ja noch größer. Das geht ja dann später noch in den Baum. In den Baum. In den Berg rein. Und überhaupt. Übrigens, der schlimmste Lehrer, den wir hatten, das war Französisch. Unsere Französischlehrerin. 1,50 Meter groß. Also mit anderen Worten Wadenbeißer. Hat dem Namen auch alle Ehre gemacht. Die hatte dann für jede Stunde, schleppte die seit 20 Jahren ihr so Karteikarten rum und hat dann genau, was auf dieser Karteikarte stand, dann in der Stunde so gemacht. Schreibt doch mal ein bisschen über eure Lehrer in die Kommentare rein. Wie sind die so drauf? Was ist bei denen cool? Habt ihr auch so richtig coole Lehrer und so nicht coole? Und warum sind die cool? Das könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben. Natürlich nicht mit Namen, ne? Also nicht schreiben, Herr Huber ist doof, weil der gibt mir immer eine 5 in Sport, weil ich nicht laufen kann. Oder so. Was für ein Quatsch. Ja. Was ihr uns für Noten gebt, das würde uns auch interessieren. Deswegen euer Feedback, Daumen und so weiter. Da freut sich der Lukas drüber. Das könnt ihr dann unter die Videos... Bis jetzt hat er eigentlich noch keiner geschrieben, ob wir weitermachen sollen, oder? Ich weiß nicht. Nee. Und wir machen hier schon, wir haben hier schon so viele Folgen auf Halde aufgenommen. Am Ende will die keiner sehen. Dann müssen wir die alle wieder wegmachen oder so. Ich habe ja auch geschrieben. Egal. Und es gibt ja auch Leute, die meinen, wenn sie dann das Video immer neu laden und so, dass das den Besuchercounter hochsetzt. Aber das sollte man eben nicht tun, weil das schadet den Videos jetzt bei YouTube. YouTube guckt jetzt, wie lange wird das Video wirklich geguckt. Und wenn da getrickst wird, dann kriegt das dicke, na nicht dicke Abzüge, aber das zählt halt nicht. Also damit helft ihr uns nicht, ne? Also wenn ihr wollt, dass wir weitermachen, dann müsst ihr die halt ganz normal gucken. So wie man die halt gucken würde, wenn man ganz normal ist. Also nicht so wie wir sind ja nicht normal, aber ja, ne? So in der Art. Okay, ja, dann sage ich mal Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Wir freuen uns auf euer zahlreiches Feedback und wir sehen und hören uns dann irgendwann ein andermal wieder. Und bauen dann hier dieses tolle Dach zu Ende. Bis dann. Tschüss.
Unser Minecraft-Server läuft auf den superschnellen Servern von GameX.net. Power für echte Gamer.